bin der Gast, aber ich bin nur Teil. Also wir sind quasi beide Gast, weil wir sind ja eine Band. Jules ist zwar immer hier. Ja. Und letztes Mal war er nicht hier, weil wir auf Tournee waren. Nee. Da hatten wir ein traumhaftes Konzert. Wo war das? Da war ich mit André auch in Berlin. Ah, ja stimmt. Letzte Woche. Achso, ja stimmt. Aber wir mögen uns und wir haben darüber ein Lied geschrieben, dass wir uns mögen. Das ist von unserem neuen Album Hoffnung 3000. Wieso machst du denn jetzt den Beutel da weg? Weil der nervt. Eigentlich nerven diese Beutel aber nicht. Wir erzählen später noch mehr drüber. Ja. Dann kann man die von uns kaufen. Das ist, sag ich mal, das ideale Accessoire für einen Hipster von heute. Das Gute ist, da ist ein totes Tier drauf abgebildet, der sogenannte Schweinsfußnasenbeutler. Der ist 1950 ausgestorben. Das ist kein Witz. Der ist 1950 ausgestorben und wir, also nicht weil wir sozusagen ab 1950 aus seiner Haut diese Beutel produziert haben, sondern einfach so ausgestorben. Wir drucken ihn da drauf, um den Beutel zu verkaufen und das ganze Geld, was wir damit verdienen, an eine Artenschutzkampagne abzugeben. Weil wir wollen ja Hoffnung geben, ne? Und man kann nicht immer nur hoffen, man muss auch was tun. Oh, das ist so hipster. Genau, und das Lied, was wir jetzt singen, heißt einfach alles. Und Christian hat dafür normalerweise einen Schellenkranz, aber den hat er heute nicht mitgebracht. Entschuldigung. Ist ja nur die Lesebühne, du hast ja nur 4 Euro. Oh, ich muss die Gitarre noch umstiften. Oh ja, ich klatsche einfach stattdessen. Ne? Der Schellenkranz ist sowieso für alle Leute einfach nur nervig. Schellenkranz ist ein sehr nerviges Instrument. Entschuldigung, bist du professionelle Schellenkranz-Spielerin? Weil du jetzt gerade so als der Bass geschrieben hast. Nein, zwei. Ja. Dieses Lied erklärt ein wenig die Beziehung, die wir miteinander haben. Check das aus. Julius, wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange. Und wie du weißt, stehen bei mir die Frauen nicht gerade Schlange. Ich hab lang drunter gelitten, doch jetzt ist mir was geschehen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, weil die Worte fehlen. Na gut, es muss ja raus, ich habe echte Emotionen. Für eine Frau, mit der kann jeder Mann sich stilvoll belohnen. Es fühlt sich an, als würde in meinem Hals ein Klumpen aus Grieß wohnen. Ich liebe deine Mutter, das heißt, du bist auch mein Schiefsohn. Ich will für dich da sein. Ich sorge mich um dich. Ihr hast 1 Euro für Sparschwein. Ich trag dich, wenn du müde bist. Das ist schwer, ja. Oh oh. Ob's regnet oder schneit, ich bin dazu bereit, dir für immer und ewig ein guter Vater zu sein. Vielen Dank für dieses überraschende Geständnis. Da zeigt sich mal, wie gut das mit einem Friend in einer Band ist. Bei mir ist auch was vorgefallen, ich wollte es dir erzählen. Dass deine Mutter Monika und ich uns täglich sehen. Ich liebe sie, denn sie ist so wie du, nur in weiblich. Dass ich damit nicht früher kam, das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du machst jetzt nicht schon wieder Theater. Okay, ich mach es kurz, du nennst mich jetzt Vater. Oder Papa oder Gebieter, je nachdem. Na gut, da bin ich jetzt aber mal angenehm überrascht. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, der an der Mutti nascht. Wo wir jetzt beisammen sind, sag ich dir mein Bester. Ich betrüg deine Mutter auch mal mit deiner Schwester. Ist okay, es bleibt ja immerhin in der Familie. Moni ist auch nicht meine einzige Immobilie. Insofern ist die Situation eine ziemlich entspannte. Ich heiratete letzten Mai deine Tante. Ich nächste Traum mit deinem Vetter, der ist Mann für jedes Wetter.
Mit deiner Oma Inge tauschte ich erst kürzlich Ringe. Bei deinem Onkel Christian war ich bis heute und der Tristan. Dein Schwibschwager Gerrit hab ich vom Flecke weggemarried. Und ich deine Cousine, meine Stringlinger verdiene. Aber dann, dann ist ja gut, ne? Ja. Ist ja offensichtlich. Julius, hast du's erkannt? Was denn? Wir sind auf so viele Arten miteinander verwandt. Okay, jetzt kommt's aus, ja. Wir sind auf so viele Arten miteinander. Wir sind auf so viele Arten miteinander. Wir sind auf so viele Arten miteinander. Wir sind auf so viele Arten miteinander verwandt. Einander verwandt. Und Bruder und Base und Schwager, Enkelin und Großvater.